Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Verboten von Twin in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Verboten von Twin, das Ganze im August 2018 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier durchziehen. Dann kam das Messer weg. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier die Vinyl Edition. Die Box zum Album Verboten habe ich euch ja bereits zum Release vorgestellt. Und heute ist es eben an der Zeit für die Vinyl. Wir haben hier das Cover, wie auch schon damals auf der Box bzw. auf der CD. So sieht das aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet, Twin, mit seiner Hand vor dem Gesicht, also vor dem Mund. Oben links lesen wir Twin, dann unten lesen wir Verboten, wobei das O durchgestrichen ist und mehr oder weniger wie so ein Verbotsschild aussieht. Und dann haben wir sowohl hier als auch hier noch solche diagonalen Striche, die das Cover etwas verwischen. Auf der Seite lesen wir auch wieder Twin Verboten. Und auf der Rückseite haben wir keine Tracklist, aber wir haben hier einmal eine Unterschrift von Twin. Hier wurde mit Stift unterschrieben. Und was mich besonders freut, das Ganze wurde auch noch einmal durchnummeriert. Wir lesen hier unten links 145. Das kommt daher, da diese Vinyl streng limitiert ist. Die wurde damals 500 Mal produziert, also es gibt 500 Stück in Umlauf und meine ist in diesem Fall Nummer 145. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode und was wirklich eine Besonderheit ist, was ich so überhaupt noch nie gehört habe, diese Vinyl haben wir dem Anwaltsteam der Anwaltskanzlei von Twin zu verdanken. Denn Twin hat laut eigener Aussage gesagt, also in einem Interview wurde er dazu befragt und er hat gemeint, dass Box und CD ganz regulär entstanden sind. Allerdings die Vinyl Edition wurde wirklich erst auf Wunsch seines Anwalts angefertigt und der hat das Ganze auch finanziert. Deswegen haben wir hier dann unter den Credits auch noch einen extra Absatz und zwar lesen wir hier: Tausend Dank an Jörg und Andrea Dietrich für den Support und den außerordentlich perfekten Rechtsbeistand in den letzten Jahren. Die beste Anwaltskanzlei überhaupt. Big up an Rechtsanwälte Dietrich. Twin. Ja, also auch ich kann mich an dieser Stelle nur bei den Rechtsanwälten, bei der Anwaltskanzlei Dietrich bedanken, die diese wunderbare Vinyl hier ermöglicht haben. Wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen und das Ganze ist dann eine Doppelvinyl. Und was mich auch besonders freut, wir haben hier eine Vinyl mit dem Album und eine Vinyl mit Instrumentals. Also Instrumentals auf einer Vinyl auch sehr, sehr selten. Wir schauen mal hinein und holen als erstes mal die beiden Stecktaschen raus, in denen sich die Vinyls befinden. Gar nicht so einfach. So, einmal und zweimal. Dann haben wir hier einmal Twin mit Gesicht in den Händen. So sieht das aus. Also hier die Kutte von den Rot-Weißen auch noch mit am Start. Sehe ich gerade, weil es hier geraschelt hat. Wir haben hier noch was weiteres drin und zwar einen Download-Code. Okay. Kommen wir gleich dazu. Hier ist dann wahrscheinlich nichts mehr drin. Nein. Okay. Wir haben hier rechts oben einmal die Tracklist. Und was jetzt gleich mal auffällt, wir haben hier 12 Tracks. Wir haben Features von Manuelsen, Jonesmann, Blockmonster, Rako, Cashmo, Jesus, Haftbefehl, Contra K, Jonesmann, Kess, Sami und Dukat. Allerdings 12 Tracks ist deswegen auffällig, weil, wenn wir uns kurz das Album hernehmen, also die Album-CD in dem Fall, da hatten wir 15 Tracks. Und zwar, ich gehe mal davon aus, einfach wegen der Länge, weil einfach nicht mehr sonst
draufgepasst hätte auf dieses Doppelvinyl. Man musste da ein paar Songs entfernen. Und zwar die Tracks Respektlos, Spiel mit dem Feuer und Kein Cent. Die fehlen auf dieser Vinyl. Also die drei wurden hier herausgenommen. Und ja, die 12 Tracks sind es dann geworden. Zusätzlich dazu haben wir dann auch noch die Instrumentals mit drauf. Also auf einer Vinyl die Tracks, auf der zweiten Vinyl dann die Instrumentals. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier zwei weiße Papierhüllen. Wir haben hier einmal das Album auf einer schwarzen Vinyl. Hier in der Mitte wieder dieses Verbotszeichen. Und dann haben wir hier die ersten Tracks durchnummeriert. Also 6 Tracks auf Seite A. Und 6 Tracks auf Seite B. Jawohl. Dann packen wir die Album-Vinyl mal wieder zurück. Die Hülle ist dann auch hier in der Mitte noch so mit Folie. Also hier in der Mitte noch mit Folie verstärkt. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Und wie wir sehen, jawohl, ist diese rot. Also auch das für mich eine absolute Premiere, dass man zwei verschiedenfarbige Vinyls in ein und dieselbe Edition packt. Also die Instrumentals in diesem Fall rot, im Gegensatz zum Album, das ja schwarz ist. Instrumental C, also hier 6 Tracks in der Instrumental-Variante. Und dann hier 6 Tracks noch auf der D-Seite. Bedeutet, wir haben dann eben 12 Instrumentals auf dieser roten Vinyl und die 12 regulären Tracks auf der schwarzen Vinyl. Und damit nicht genug, wir haben hier dann auch noch einen kleinen Papiereinleger. Und zwar haben wir hier einen Downloadcode zum Album. Bedeutet, ihr habt, wenn ihr diese Vinyl kauft, auch noch diesen Downloadcode dabei, mit dem ihr dann das Album in digitaler Version runterladen könnt und somit seid ihr nicht zwangsweise auf einen Plattenspieler angewiesen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die schwarze Vinyl mit den 12 Tracks des Albums. Dann die zweite Vinyl, die rote Vinyl mit den 12 Instrumentals zum Album. Sowie natürlich hier dieser Papierbeileger mit dem Album Downloadcode, um das Album digital runterzuladen. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition verboten von Twin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Twin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.